Und hier ist das Idol von Cristiano Ronaldo. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Das Idol von Cristiano Ronaldo, was soll das denn? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur... Oh, ich sehe gerade, meine Krawatte ist ganz schief. Unglaublich. Wir haben so viele tolle, unglaubliche Geschichten in den letzten Wochen schon hier gehört und kennengelernt. Aber heute Abend wollen wir natürlich noch mal einen draufsetzen. Und auch unser Rateteam wird sich heute noch mal alle Mühe geben, diese Geschichte auf die Spur zu kommen. Bernhard Ulrich, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawan. Guten Abend! Und auch unser erster Gast hat bereits Platz genommen und es ist heute Monika aus Lübeck. Herzlich willkommen! Monika, hallo. Guten Abend, herzlich hallo. Willkommen! Und es ist heute Abend natürlich noch mal ein Feuerwerk an unglaublichen Geschichten, was wir Ihnen präsentieren. Und mit dieser geht es los. Da oben, gucken, da steht's. Ey, Sie haben es nicht verstanden. Manche sind empört. Oh, dabei. So, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Für alle, die mitraten wollen, können jetzt die Augen wieder aufmachen. Und auch heute wird Bernhard wieder den Anfang machen. 45 Sekunden hat jeder von euch Zeit. Monika kann optimalerweise 1000 Euro gewinnen, so wie alle anderen Gäste auch. Und der erste Ratehinweis lautet: Seine Fleischeslust hat Monika echt gefordert. Lieber Bernhard, bitte. Hallo Monika. Hallo. Reden wir von einem Ereignis. Ja. Also ein einmaliges Ereignis suchen wir. Hat das mit deinem Hobby zu tun? Nein. Mit deinem Beruf? Ja. Reden wir Fleischeslust? Reden wir von wilden, leidenschaftlichen Tieren zum Beispiel? Tiere? Ja. Die essen Fleisch. Ist es ein Haustier, ein klassisches? Nein. Ist es ein Zootier? Ja. Ist es ein Tiger? Ja. So, jetzt wird's aber spannend. Bist du mal in einen Tigerkäfig gefallen oder sowas? Nein. Zum Glück nicht. Aber arbeitest du beruflich mit Tigern? Ja. Bist du Tierpflegerin? Nein. Dompteuse? Dompteurin? Tiertrainer. Tiertrainer. Ja, das stimmt. Bist du da mit Ja oder Nein antworten? Okay. Im eigenen Interesse okay. Die ersten 200 Euro. Ich sag mal so. Wie bist du darauf gekommen? Tiger sind auch gestreift. Ah. Robertus. Dompteurin. Sie sind Dompteurin? Sie Nein. Sind, Sie sind, innerhalb dieses Berufes ist Ihnen aber was passiert, was ja. nicht geplant war. Ja. Ein Unfall. Nein. War es trotzdem mit Gefahr verbunden? Nein. Das heißt, der Tiger war nicht da? Das ist keine Frage. War der Tiger da? Ja. Ja. Okay. War das im Käfig? Nein. War das außerhalb des Zoos oder des Zirkus? Ja. Also da, wo der Tiger nicht hingehört? Ja. War es eine Gefahr für andere Menschen? Nein. Weil der Tiger so zahm ist? Ja. Nein. Nein, er ist nicht dran. Ist egal. Der Tiger ist ausgebrochen. Nein. 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 Vorhin hatte ich ja mal kurzfristig Bedenken, dass es vielleicht keine 200 Euro werden, aber jetzt sind es doch schon 400. Stefanie. Haben Sie ein Tigerbaby bei sich zu Hause? Ja. Haben Sie es aufgezogen? Ja. Mit der Flasche? Ja. Das ist richtig! Tja,
Da hattest du noch mal Glück, dass Hubertus an zweiter Stelle war. Ja. Ja. Bernhard war an sich super. Ja, hat er toll gemacht. Ich war auch sehr gut, man hat es nur nicht so gemerkt. Ich glaube, sie wollten mir noch mal 200 Euro gönnen. Ich glaube, das war's. Das glauben wir. Wäre es nur ich gewesen, wären sie reich rausgegangen. Ja. Ja. Ihr Lieben, Monika hat tatsächlich ein Tigerbaby bei sich zu Hause aufgezogen. Ja. Unglaublich, aber was? Ein Tigerbaby am Ostseestrand? Kaum zu glauben. Für Pflegemama Monika Farell aus Dassow in Mecklenburg-Vorpommern und ihren Sohn ein tierisch normaler Tag. Wir machen das jetzt nicht, um jetzt Effekthascherei, dass wir jetzt hier was Besonderes sind, sondern einfach nur, dass Elsa auch wirklich toll aufwächst. Im November 2016 vermittelt das Veterinäramt die sibirische Wildkatze zur Tigerparkbetreiberfamilie Farell. Denn die Farells kennen sich aus mit exotischen Tieren. Und da ja bekanntlich Platz in der kleinsten Hütte ist, räumt Sohn Dwayne kurzerhand sein Zimmer. Freiwillig. Wann hat man mal die Gelegenheit, einen Tiger zu Hause zu haben? So ein tierisch süßer Spielgefährte ist und bleibt aber eben doch ein wildes Tier. Und auch wenn der Mund des Menschen oft gefährlicher ist als der Rachen eines Tigers, bei Elsa geht da eine Menge rein. Wir brauchen am Tag 4 Hühnerbrüste, frisst sie, dann etwa ein halbes Kilo Rinderhack, dann auch ihre Hühnerkeule, die sie auch besonders gerne mag. Und dann 2 bis 3 Mal am Tag auch noch eine Flasche. Demnächst allerdings gibt es einmal weniger zu stopfen. Wenn Elsa ihr Modelmaß von 2 Metern erreicht hat, setzt sie zum Umzugssprung in den Tigerpark an. Sicher fließen dann ein paar Krokodilstränen. Also die erste Nacht wird bestimmt schon merkwürdig sein, denke ich mal. Verständlich, Monika. Wir hoffen nur, der nächste Mitbewohner ist kein Elefant. Es ist ja auf der einen Seite so eine Geschichte, wo jeder sagt, oh, wie süß, so ein Tigerbaby zu Hause. Aber das ist sicher auch wahnsinnig anstrengend. War sehr anstrengend, aber mir kommen jetzt total die Tränen, wenn ich das jetzt so sehe. Und am liebsten würde ich sie wieder mit nach Hause nehmen. Mittlerweile ist sie im Tigerpark? Sie ist jetzt im Tigerpark. Sie hat mittlerweile die Größe eines Schäferhundes. Allerdings noch ein ganzes Stückchen länger. Wiegt schon über 50 Kilogramm. Und am Anfang konnte man immer noch ganz locker mit ihr spielen, weil die Hand ja noch lang genug war. Mittlerweile muss man schon aufpassen. Sie spielt zwar mit uns und sie möchte mit uns auch nett spielen, aber sie testet sich natürlich auch aus. Und dabei benutzt sie dann auch schon die Krallen, was ja ganz normal ist. Ist ja ganz natürlich. So eine Raubkatze trainiert natürlich angreifen und so weiter. Ne? Ab wann wird es denn wirklich gefährlich dann? Also ganz gefährlich wird es dann so mit 2 Jahren. Dann kommen die in die Geschlechtsreife und dann wollen sie auch selber Chef sein. Im Moment sind wir als Mama, Papa und auch mein Sohn Dwayne als Tobe-Bruder noch gut akzeptiert. Ja. Aber man muss doch schon aufpassen. Mhm. Jetzt gibt es ja immer wieder Menschen, die dann sagen, oh, so Tiere in quasi Gefangenschaft und so, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Aber gäbe es denn für Elsa überhaupt sonst eine Perspektive? Überhaupt nicht. Zum einen, wenn wir sie jetzt einfach in Sibirien aussetzen würden, dann würde es andere Tiger geben, die ja dort leben. Und die würden sie sofort umbringen, weil Tiger sind ja auch Einzelgänger, die leben nicht in Gruppen zusammen. Und Elsa würde so auf die Menschen zugehen, würde sie anprusten, bist mein Freund. Und dann würden die Menschen sagen, ja, und dann wäre auch keine lebensverlängernde Maßnahme für sie. Absolut nein. Ja. Die würde sofort, glaube ich, erschossen werden. Ja. Aber das finde ich schön, wenn man so ein Haustier als Tiger hat, einen Tiger als Haustier hat. Und dann sagt der Grundschullehrer, und morgen dürft ihr alle mal euer Haustier mit in die Schule nehmen. Also wir guck mal, ich hab einen Tiger, die Jasmin hatte einen Hasen. Ja. Ist für meinen Sohn schon ganz interessant, ja. Ist Ihnen denn jemals was passiert? Mir ist auch schon was passiert, ja. Ich habe auch schon so einige Stellen am Körper, was aber auch ja, als Tiertrainer halt eben auch passieren kann. Aber man kennt sich damit aus und weiß, worauf man sich einlässt. Genau. Es ist ja auch nicht immer ein günstiges Unterfangen. Insofern freuen wir uns, dass wir hier ein bisschen Refinanzierung beim Futteraufwand betreiben konnten. Es sind 400 Euro geworden, liebe Wunderbar. Monika. Wunderbar, danke schön. Monika Farell aus Lübeck. Herzlichen Dank. Alles danke Gute, Monika. Schön. Danke.
Ja. Ja. Eine unglaubliche Geschichte jagt die anderen. So hat unser nächster Gast bereits wieder Platz genommen. Es ist Meta aus Gelsenkirchen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und natürlich gibt es einen unglaublichen Grund, der Mete zu uns geführt hat. Ja, sehr gut. Also zumindest die anderen hatten Spaß, wie das ja bei Ihnen war. Das. Ja, Hubertus beginnt und der Ratehinweis lautet, wichtig ist, was hinten rauskommt. Das hat schon die eine oder andere berühmte Persönlichkeit gesagt. Hm? Hubertus, bitte. Ihnen ist etwas sehr Komisches passiert. Nein. Aber Ihnen ist etwas passiert. Ihnen ist etwas passiert. Nein. Haben Sie, okay, na gut. Suchen wir nach einer Verwandtschaftsbeziehung? Nein. Suchen wir nach Ihrem Beruf? Ja. Okay, ist das ein Heilberuf? Sind Sie ein Arzt? Sind Sie Arzt? Nein. Sind Sie Handwerker? Nein. Mein Gott, sind Sie Masseur? Nein. Gott, was für Bilder hast du im Kopf? Ist es ein akademischer Beruf? Ja. Hi. So. Ich lach einfach mal mit. Was machen Sie denn? Ich glaube, die Dame braucht einen Arzt. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Warten wir mal, was Stefanie fragt. Ja. Okay, kommt denn hinten was raus? Ja. Okay, die Frage ist, was? Und vorher ist es halt nicht so, also nicht so schön. Und hinten ist dann schön. Nein. Nein. Okay, das soll aber so sein. Ja. Ja, okay. Das, was hinten rauskommt, wird das dann benutzt? Nein. Nein, also das wird weggeworfen? Ja. Okay. Stellen Sie etwas her, was wir kaufen können? Nein. Nein. Hat das was mit Essen zu tun? Wo? Mit Hackfleisch? Würste? Nein. Nein. Nein, also aber mit Essen. Herzhaft? Also was Salziges? Ernsthaft? Ja, nein. Sind Sie Bäcker? Nein. Es hat nichts zu essen. 400 Euro. Also es hat nur im weitesten Sinne was mit Essen zu tun. Jörg. Stecken Sie vorne was rein, damit hinten was rauskommt. Ja. Aha. Und ist das hinterher kleiner, als es vorher reingesteckt wurde? Nein. Könnte ich das auch reinstecken? Ja. Würde bei mir das Gleiche rauskommen? Ja. Was sind Sie für ein Schwein? Das kann ich. Das, was rauskommt, kann ich essen. Ja. Aber das, was ich vorne reingesteckt habe, könnte ich essen. Ja. Aber das, was rauskommt, nicht mehr. Nein. Sind Sie Kreptologe? Nein. Nein. Kreptologe. Nee, Kreptologe. Nicht Proktologe, Kreptologe. Es ist grundsätzlich so einfach im Fernsehen Spaß zu haben. Ne? Bernhard. Ich frage Sie jetzt mal direkt, haben Sie mit Ausscheidungen zu tun? Ja. Mit menschlichen Ausscheidungen? Ja. Mit aktuellen Ausscheidungen? Was sind aktuelle Ausscheidungen? Naja, zum Beispiel welche, die nicht archäologisch sind. Hä? Ah! Ja. Was jetzt? Mit aktuelle. Aktuell. Ja. Sind Sie Kloforscher? Untersuchen Sie, wie sich die Leute auf Toiletten verhalten? Ja. Haben Sie herausgefunden, dass die hinterste Toilette am häufigsten benutzt wird?
Nein, das nicht. Aber, so, aber Sie sind Kloforscher und haben dort etwas. Ja, und es geht noch darum, was hat er? Also darum. Also Sie haben die größte Toilettensammlung, die größte Kotsammlung. Oh. Sie haben die größte Kloforschungsanstalt der Welt. Nein. Klopapier. Also Klopapier, können Sie sagen Klärwerk? Was mit Klärwerk zu tun? Nee, vielleicht sammelt er da etwas. Also nicht, er hat ja etwas Besonderes. Toilettenpapier. Ja, es kann ja nur Toilettenpapier sein, weil alles. Wir hatten schon mal einen Toilettenpapiersammler. Ja, er wollte noch mal wiederkommen. Aber wieso ist das? Sammelt doch gar nichts. Ein Beruf. Er sammelt doch nicht. Er ist von Beruf, ist er Kloforscher. Ja, Hygiene. Vielleicht hat er das schon. Oder er ist Toilettenpapierforscher. Das ist immer zweilagig, dreilagig, vierlagig. Und er testet, ob das auch stimmt. Ob der Hersteller jetzt nicht vierlagig verkauft, das Geld einnimmt, aber eigentlich nur zweilagig. Aber wenn es so ist, dann weiß ich, wie er die Wohnung tapeziert hat. Also ich wäre bei Klopapiersammlung. Das ich am okay, ihr dürft ja jeder noch einen Tipp abgeben. Nee. Macht mal was, vielleicht fällt mir noch. Ich glaube, Sie sind Materialtester für Toilettenpapier und machen das mit großer Leidenschaft und Freude. Jeden Tag aufs Neue. Nein. Ich glaube, Sie sind Hygieneforscher. Türklinken und so. Mhm. Nein, also über Kloforscher waren wir uns ja schon einig. Na ja, das meine ich ja, die Hygiene auf dem Klo untersuchen. Nein. Komm, Jörg. Dass du jetzt anfängst nachzudenken, ist irgendwie, sagen wir mal, 3x45 Sekunden zu spät. Nein, Sie haben, der hat irgendwas mit Klohäusern erfunden. Sie haben, Dixie. Ja, meine ich ja, Sie haben diese mobilen Toiletten erfunden, wo wir auf Festivals am ersten Tag noch draufgehen und am zweiten Tag daneben machen, weil es so ekelhaft da drin ist. Sie haben diese Dixie-Klos entwickelt, erfunden. Nein. Nein. Das heißt, er heißt mit Nachnamen Toi Toi? Toi Toi. Und mit Vornamen Dixie. Mit Vornamen Dixie. Mete Dixie Toi Toi. ja, ich bleib dabei. Sie haben die größte Toilettenpapiersammlung Deutschlands. Dein Beruf? Nein. Nein. Das war alles nicht richtig gewesen. Und lieber Mete, damit herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Professor Mete Demiris ist Kloforscher und betreibt an der Uni in Gelsenkirchen das weltweit einzige Klolabor. Wir haben mit diesem hochwissenschaftlichen Thema hier wirklich eine Menge Spaß gehabt, aber es steckt echte Forschungsarbeit dahinter. Richtig. Wir stellen vor, Professor Dr. Mete Demiris, Wissenschaftler und Forscher. Sein Fachgebiet ist buchstäblich für den Allerwertesten. Ich bin Professor für Sanitärtechnik und besitze ein einzigartiges Labor für Toilettenforschung. Bitte was? In meinem Labor untersuche ich alles rund um den Toilettengang. Wann werden diese Toiletten besucht? Welche Kabinen werden aufgesucht? Welche Urinale? Wie lange bleiben die in den Kabinen? Ach du heiliges Kanonenrohr, wie kommt man denn dazu? Ich habe in meinem Leben nichts lieber getan als die Sanitärtechnik. Also es war eine Liebe auf den ersten Blick. Oh Scheiße. Wo die Liebe hinfällt. Ich hab's völlig erwischt. Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch zusammengerechnet mindestens ein Jahr seines Lebens auf der Toilette verbringt, ein sehr wichtiges Forschungsfeld. Und so einem Labor geht ja nichts durch die Lappen, wie man sieht. Es ist ein Gemisch zwischen Lehrlabor, wo die Studierenden vieles lernen können. Aber jede Anlage hat auch einen Forschungshintergrund für Firmen oder für Städte. Und interessante Erkenntnisse aus den Umtiefen der Rohre? Frauen benutzen mehr Papier, weil sie zum Teil Nester bauen. Und das ruft manchmal auch eine Verstopfung hervor. Kaum zu glauben, der Professor, der mit sich und seinen Rohren im Reinen ist. Schon gehört, schon gesehen. Naja, aber es fehlt hier irgendwas. Mete, wie kommt man denn an so ein Forschungsgebiet? Man wird gefragt. Und da haben Sie als Einziger den Finger gehoben oder gab es Mitbewerber?
Nee, ich hatte eine Vorliebe schon als Kind für den Klempnerberuf oder den Installateur. Und war immer begeistert, wenn der Installateur im Haus war und irgendwas repariert hat. Schon begeistert. Und als man mich gefragt hat, ob ich da in die Richtung mich bewegen will, habe ich dann sofort ja gesagt. Es ist ja klar, zu Hause weiß man ja, worauf man sich einlässt, da kennt man sich aus. Aber so öffentliche Toiletten sind ja immer ein großes Thema. Bernhard hat sich da ja auch in seinen Programmen schon weitlich mit beschäftigt. Was empfehlen Sie denn jetzt aus Forschungsgesichtspunkten? Eher die erste Tür oder eher die hintere Tür? Es ist eine Sicherheitsfrage und es ist auch eine Hygienefrage. Die hinterste Kabine ist unsicher, weil man den Weg sperren kann bei öffentlichen Toiletten, bei Frauen zum Beispiel. Der Fluchtweg ist gesperrt. Und die erste wird sehr oft benutzt, da ist dann mehr verdreckt. Also ist das eine hygienische Frage. Ist es eigentlich richtig, dass in jedem Kühlschrank mehr Bakterien zu finden sind als auf Toiletten? Ich habe schon mal untersucht, meine eigene Kleidung beprobt und auch mal zum Beispiel Urinale. Da war bei meiner Kleidung mehr Bakterien als auf dem Urinal. Ja. Siehst du, könnt euch wieder hinsetzen. Das würde ich. Ja. Wir haben ja, ganz interessant. Das ist eine Frage, da erinnere ich mich gerade, die wir mal bei Wer weiß denn sowas geklärt haben. Das Wichtigste überhaupt an öffentlichen Toiletten ist, vor dem Spülen den Deckel schließen. Ne? Weil durch die Spülung werden ja erst die möglicherweise die Bakterien oder einfach den Kopf rausnehmen. Im Raum verteilt. Ne? Ja, also es gibt eine Menge dazu zu sagen. Und, viele es gibt sehr viele Bakterien auf jedem Türgriff und auch Papiergeld zum Beispiel. Das geht durch viele Hände und da sind viel mehr Bakterien. Ich empfehle den Männern, sich vorher die Hände zu waschen und nicht nachher. Ja, das erklären Sie mal, wenn Sie da auf dem Klo sind. Ich habe mir vorher die Hände gewaschen, da haben die aber, das geht nicht gut. Ich mache vorher und nachher. Ja, sicher ist sicher. Das ist gut. Ja, also, es ist alles ein bisschen lockerer zu sehen, als es oft getan wird. Sie haben heute 1.000 Euro bei uns gewonnen. Danke. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute. Ja, genau. Mittel Gimmeris. Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf unseren nächsten Gast. Herzlich willkommen, Klaus aus Rostorf. Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Stefanie wird gleich den Anfang machen, aber erst mal der Wissensvorsprung für unser Publikum. Oh, Bergsteiger. Hat nichts mit Klo zu tun? Das merkt man sofort. Irgendeine kleine Sportler. Ja, alleine. Einhandsegler. Ja, genau so. Ja, das ist gut. Das ist gut. Nehmen wir direkt. Wir möchten sofort lösen. Ja? Ohne Tipp, ohne alles. Einhandsegler. Okay. Wartet ab, Stefanie beginnt. Und richtig lustig wird es ja oft erst mit dem Ratehinweis. Und der lautet: Klaus hat oft mal Regelschmerzen. Stefanie, los geht's. Okay, sind Sie launisch? Nein. Okay, hat es was mit Menschen zu tun? Ja. Hat es was mit Frauen zu tun? Nein. Ist es Ihr Beruf? Ja. Okay, erforschen Sie etwas? Nein. Behandeln Sie jemanden? Nein. Hat es was mit Schmerzen zu tun? Nein. Okay. Gibt es bestimmte Regeln, an die Sie sich halten müssen? Ja. Okay, haben Sie diese Regeln aufgestellt? Mhm. Sie haben sie erfunden? Mhm. Okay, Regeln im Straßenverkehr? Nein. Regeln, ist es sinnvoll zu fragen, welche Regeln? Ja. Regeln bezüglich Scheidungen? Nein. Regeln für Schule? Nein. Nein. Die ersten 200. Aber das war schon eine Fragerunde, die ein bisschen was in die richtige Richtung gelenkt hat. Regeln. Jörg. Sind es Regeln, die uns alle angehen? Nein. Nein. Nur gewisse Gesellschaftsschichten? Nein.
Betrifft es Regeln, die Kinder betreffen? Nein. Männer? Nein. Hat es was mit, Sie kommen aus Rostock, hat es was mit... Rostock. Ach, Rostock, Entschuldigung. gut, Regeln. Sind es Regeln, die man in Restaurants einhalten muss? Nein. Auf Toiletten? Nein. Schade. Regeln im Straßenverkehr hatten wir schon. Wo gibt es denn noch Regeln? Sind es Gesetzesregeln sogar? Nein. Machen Sie überhaupt was? Haben Sie studiert? Nein. Ist es ein Lehrberuf? Nein. 400. So, unsere Regeln besagen ja, dass es nach jeweils 45 Sekunden, in denen es nicht erraten wurde, 200 Euro gibt. Wir stehen bei 400 und Bernhard Hoeckers dran. Geht es um Sportregeln? Nein. Geht es um Spielregeln? Ja. Heißen Sie mit, hast du den Nachnamen genannt? Nein. Heißen Sie mit Nachnamen Teubner? Sind Sie... Ohne N, bitte. Ohne N, genau. Ja, haben Sie Siedler von Katar erfunden? Ja. Wie hätte ich dich doch so glücklich machen können. Wie habe ich Sie gehasst wegen diesem schwarzen Ritter? Das ist, wenn man super. Bernhard Hoeckers etwas besser kennt, ja, dann wundert es nicht, dass er das jetzt erraten hat. Wir haben auch getippt, dass er es erraten hat. Klaus Teuber, Deutschlands erfolgreichster Spielerentwickler und der Erfinder von Siedler von Catan. Der Albtraum eines jeden löchrigen Backenzahns. Und doch... Diese Erfolgsgeschichte beginnt mit demselben Geräusch. Das Bohrergeräusch, das ist Heimat. Denn mit Hilfe eines Bohrers stellt der Zahntechniker Klaus Teuber aus Rossdorf bei Frankfurt nebenberuflich seine ersten Spielfiguren her. Heute ist er Deutschlands erfolgreichster Spieleerfinder. Sein größter Erfolg 1995, die Siedler von Catan. Catan wird inzwischen weltweit gespielt, in Japan, Brasilien, in vielen Ländern und es ist gerade in den USA sehr erfolgreich und das freut uns natürlich sehr. Seit knapp 30 Jahren entstehen im heimischen Keller Spieleklassiker. Allein die Siedler von Catan verkauften sich weltweit über 25 Millionen Mal. Was ist denn das Erfolgsrezept? Das Spielen, da ist eigentlich der Weg wichtig, ja? Dass die Unterhaltung, Kommunikation, das Erlebnis, ob man letztlich gewinnt, ist eigentlich zweitrangig. Das Spielerlebnis eigentlich ist das Schöne. Und die Spielsucht ist ansteckend. Familie Teuber ist auch privat mit dem Zockergen infiziert. Aber wie ist es denn so, gegen den Meister selbst anzutreten? Also es ist sehr schön, mit ihm zu spielen, da er alle Regeln perfekt kennt. Ja, ich habe ihn immer super gerne an meiner Seite. Immer gerne. Nicht nur zum Spielen. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Sagen wir halt einfach immer mal so. Ne? Wenn ich verloren habe, dann sage ich, ich habe ja Glück in der Liebe. Na dann, spielt mal fleißig weiter. So eine schöne Liebeserklärung. Ne? Ja. Was macht denn die Siedler von Catan jetzt noch erfolgreicher als andere Spielehits? Was ist der Reiz? Ja, also, um es auf einen Punkt zu bringen, denke ich, dass Frauen es gerne mitspielen. Ah, ist es das? Ja, das ist so meine Erfahrung in den letzten Jahren. Sicher, man sagt es kommunikativ, ist immer wieder anders, ist variabel. Aber letztlich ist das der Punkt. Ja? Also es ist kein Männerspiel, sondern es ist ein Spiel für alle und Frauen, weil man eben handeln muss, tauschen muss, ja, werden davon angesprochen. Der Spielemarkt wird sich ja mit Sicherheit auch verändert haben in den letzten Jahren, weil es natürlich sehr viel Konkurrenz heute auch gibt aus dem elektronischen Bereich. Es gibt App-basierte Spiele und vieles mehr. Warum haben es die Siedler dann trotzdem geschafft, so erfolgreich zu bleiben? Ja, 1995 gab es noch nicht so viele elektronische Spiele. Und ich denke mal, auch das Spielangebot war zu dieser Zeit noch
relativ gering. Es ist dann dynamisch gewachsen. Also heute gibt es im Jahr, glaube ich, 800 Neuerscheinungen. Und heute wäre es sehr viel schwerer, sich durchzusetzen. Aber das elektronische Spiel ist nicht die Konkurrenz für das Brettspiel. Im Gegenteil, das Brettspiel ist in den letzten Jahren gewachsen. Habe ich auch gerade gelesen. Aus dem Grund, weil man von der Elektronik ein bisschen weg will. Ne? Man will das iPhone mal vergessen und möchte halt einfach mit Freunden mal wieder dieses ursprüngliche Gefühl haben, das haptische Gefühl, Spielfiguren anzufassen, ohne diese Elektronik. Ich finde das super. Ja. Wie wird man Spieleerfinder? Das ist eine lange Geschichte. Ich würde jetzt den Rahmen also sprengen. Aber spielt man erst gern und macht sich dann irgendwie Gedanken über eine eigene Idee? Oder? Nein, also man muss natürlich gerne spielen. Ja, also ich habe immer schon eigentlich Brettspiele gemocht. Aber irgendwann muss halt dieser Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich würde jetzt gerne auch mal was entwickeln. Und es war bei mir eigentlich eine Geschichte und ist immer eigentlich eine Geschichte gewesen, der Versuch, eine Geschichte in einem Spiel erlebbar zu machen, zu erleben. Und das ist ungeheuer spannend und macht mir sehr viel Freude, nach wie vor. Ja. Gibt es noch eine Idee, die irgendwo rumschwirrt, die noch wartet, aufs Brett gebracht zu werden? Ja, also Ideen oder Wünsche gibt es viele. Mhm. Aber nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung. Ja. Naja, ich denke, bei 25 Millionen verkauften Exemplaren müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Hoffe ich doch. 400 Euro sind es heute Abend geworden. Mhm. Ja, vielen Dank für den Besuch. Und natürlich auch die tolle Geschichte. Klaus Teuber aus Rossdorf. Ja. Vielen Dank, alles Gute. Ich danke auch. Unsere nächsten beiden Gäste sind Evelyn und Thoralf. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo Evelyn, hallo Thoralf. Jörg Pilawa wird gleich die ersten Fragen stellen. Aber für Sie erstmal, meine Damen und Herren, die Geschichte. Ich guck mal da drüben. Oh. Oh, ganz lange. Oh, wie lange lesen Sie? Ganz lange Geschichte. Und zwei Fremdworte drin. Ja. Der Reaktion. Zwei Damen da oben waren peinlich berührt. Hab ich es gesehen. Das war also unangenehm. Was für Erwachsene. Also irgendwie die Reaktion ist wirklich, das ist selten. Ja. Diese völlige, das war gar keine. Das war nichts. Das war nur so ein Anstand. Nein. Aber dafür wird die Reaktion, wie gewöhnlich beim Ratehinweis, wohl etwas heftiger ausfallen. Ich glaube, deswegen machst du die Sendung, damit du die ganze Zeit diese Ratehinweise... Der Ratehinweis lautet, von diesem roten Hintern hat Evelyn noch oft geträumt. So, ja, ich bin fertig, jetzt bist du dran. Evelyn, geht es um den Hintern von Thoralf? Nein. Nein. Sind Sie ein Paar? Nein. Sind Sie verwandt? Nein. Kennen Sie sich? Ja. Durch dieses Ereignis? Ja. Vorher kannten Sie sich nicht? Nein. War es ein Unfall? Nein. War es ein zufälliges Treffen? Ja. 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 Okay. Ja, super. Ist es in einem Freizeitpark passiert? Nein. Auf der Straße? Nein. In einem Gebäude? Nein. Nein. Ist es überhaupt passiert? Ja. Gut. Soll es noch passieren? An diesem Hintern. Sind Sie Krankenschwester? Nein. Was geht dir im Kopf gerade ab? Sind Sie ein Pavian? Nein. Nein. Aber das war genau das war meine. So, die ersten 200 Euro. Und Bernhard ist dran. Ich greife das mal auf. Ja, geht es um einen menschlichen Hintern? Nein. Nein. Es geht um einen Pavian-Hintern? Ja. Hat das Ganze in einem Tierpark stattgefunden oder im Zoo? Nein. Nein. Haben Sie privat einen Pavian? Nein. Nein. Hat bei Ihnen zu Hause ein Pavian auf einmal sein Unwesen getrieben? Nein. Nein. Sind Sie mit dem Pavian in Kontakt gekommen? Ja. Beide? Nein. Gehört der Pavian einem? Nein. Nein. Sind Sie zu dem Pavian hin? Nein. Der Pavian kam zu Ihnen? Ja. Ist das in Deutschland passiert? Nein. Auf irgendeiner Safari? Nein. Spielt das eine Rolle, wo es stattgefunden hat? Ja. Im Ausland? Ja. Sehr gut, das wusste ich, weil das war nicht in Deutschland. Das habe ich mir gerade gedacht.
So, 400. Ja, manchmal muss man mal logisch rangehen. Hat es einen Grund, dass der Herr nie antwortet? Nein. Ich dachte, Sie sind verheiratet. Entschuldigung. Nein, hat er ja schon gesagt, nicht. Ja, aber weil die Frau das sah, es war ein Scherz. Die Zeit läuft. Ich weiß. Dann red doch. Hat es was zu tun, dass dem Pavian geholfen wurde, medizinisch? Nein. Oh, sind Sie aufgewacht. Ein Unfall war es nicht? Nein. Nein. Der Pavian kam zu Ihnen? Ja. Zu Ihnen beiden? Nein. Nur zu Ihnen, der Frau, der Dame? Was haben Sie gemacht in der Zeit? Nein. Nein. Der Pavian. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gibt Alter. Gibt doch überall Affen. Ja. Ich hatte gerade so eine Fantasie. Also, 600 ehrlich, Euro. Wenn ich eure Fantasie hätte, bräuchte ich kein Internet. Also wirklich. Aber Stephanie möchte sich natürlich noch versuchen, Stephanie, an der Lösung. Glaub, ja, okay. Also Sie waren im Urlaub. Ja. Ja. Okay, und der Pavian, ist sein Auto auch im Spiel? Nein. Nein. Okay, war der Pavian auf dem Boden? Ja. Er war plötzlich vor Ihnen? Ja. Ja. Guten Tag. Und dann hat er was gemacht, der Pavian? Ja. Hat er auf etwas draufgeschissen? Nein. Nein. War gefährlich? Es war nicht gefährlich. War gefährlich? Boah. Okay, gut. So ein Pavian ist schon gefährlich. Ja, aber was passt, macht denn der Pavian? Ist halt da, zeigt seinen Hintern und dann? Ja, und dann? Und dann weiß ich nicht. Also dann und dann haben Sie Angst bekommen. Ja. Haben Sie ihn verwechselt? Haben Sie gedacht, das ist Ihr Ehemann? Nein. Nein. Es war Gibraltar. Gibraltar. Ich hab's auch erlebt. Und er hat sich dann Pavian. Ja, hat sie gerettet, hat ihr geholfen. Ja. Ich stelle fest, dass Stephanie Stumpf offensichtlich noch nie einem Pavian begegnet ist. Wir tippen auf Gibraltar. Da habe ich es nämlich selbst mal erlebt. Da sind ja diese Paviane auf Gibraltar. Und da hielt mal ein Reisebus, als ich dort war. Und da standen zwei Damen vor diesen Affen. Und die Affen haben dann Stress abgebaut. Das kommt hier in der Sendung vor? Haben sich erleichtert. Und was verbindet dann Evelyn und Thoralf? Dann ging Thoralf dazwischen und hat Evelyn befreit. Also Evelyn ist von einem Affen sexuell belästigt worden. Ja, nicht sag doch wie sexuell. Also ist ja nicht alles immer Sex, aber in diesem Fall schon. Ja. Und Thoralf hat sich dazwischen geworfen und hat Evelyn vor diesem sich erleichternden Affen befreit. Nein. Aber fast. Bin ich echt beruhigt. Gibraltar ist es aber. Also nein. Ach doch. Auch nicht Gibraltar. Sie mal nach. Nein. Ach nee, dann nicht Gibraltar. So, nicht. Bernhard. Ich weiß es nicht, wo es war, aber trotzdem glaube ich, dass Sie von Pavianen angegriffen, im Haar gezaust, Tasche weggenommen, also attackiert wurden. Und dann kam Thoralf in seiner Ritterrüstung auf dem weißen Ross und hat mit der Lanze in der rechten Hand diesem Pavian gesagt, weiche zurück von dieser holden Maid. Denn sie hat es nicht verdient, von dir zerwuselt zu werden. Lege ich mich einem wahren Manne an und gehe zu meinem Nachbarn. Also sowas in der Art. Also irgendwas du hast einen Pavian in den Haaren und du hast entweder die Haare oder den Pavian rausgenommen. Wäre toll gewesen, aber hätte er sicher auch gemacht, aber nein. Es ist ganz anders. Sie sind schon lange, sind schon lange in größter Harmonie mit einem Pavian zusammen. Sie fahren manchmal in einem Sportcoupé durch Gibraltar, der Pavian neben Ihnen und Sie am Steuer. Das hat Thor gesehen, der in großer Liebe zu Ihnen entflammt ist und hat gesagt, die arme Frau in den Händen eines Hasardeurs der Herzen. Und kann bitte jemand seine Medikamente bringen? Und so entstand ein... Robertus braucht ganz schnell was zur Beruhigung. Und diese zauberhafte Kette, die Sie am Hals tragen, ist ein Geschenk des Pavians. Nein. Leider nicht, du warst knapp dran. Aber ich weiß. Okay, ich glaube, dass der Pavian ihr was geklaut hat. Mhm. Eine Tasche oder so. Und er ist hinterher und hat es wiedergebracht. Mhm. Ja. Also, das war noch die sinnvollste aller Antworten. Na. Ja.
So unsinnvoll. Aber im Detail dann auch nicht die richtige Antwort. Insofern, liebe Evelyn, lieber Thoralf, sage ich herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Ja, die Geschichte ist natürlich wesentlich unglaublicher, aber in der kürzesten aller Kurzformen entspricht sie dann ungefähr dem, was Stephanie gerade gesagt hat. Evelyn war in Südafrika im Urlaub, hat einen kleinen Ausflug gemacht ans Kap der Guten Hoffnung. Dort wurde ihr von einem Pavian die Tasche entwendet. Diese Tasche ist dann die Klippe heruntergefallen und alles war weg, unter anderem auch ihr Ausweis. Thoralf war 13 Jahre später auch in Südafrika im Urlaub, auch am Kap der Guten Hoffnung. Und da hat der Pavian ihn runtergeworfen. Diese Klippe hochgestiegen und hat dort Evelyns Ausweis gefunden. Nach 13 Jahren. Nach 13 Jahren. Und ganz zufällig kommen beide auch noch aus Magdeburg. Auf Affen ist Evelyn Höpfner eigentlich nicht besonders gut zu sprechen. Im Jahre 2003 wurde mir am Kap der Guten Hoffnung von einem Affen mein Rucksack entrissen. Dabei ist mein Personalausweis abhanden gekommen. Genau diesen Ausweis habe ich 13 Jahre später, im Jahr 2016, im Gestrüpp gefunden. Und wie es der Zufall will, kommen beide sogar aus derselben Stadt, Magdeburg. Begegnet waren sie sich allerdings noch nie. Doch zurück zum Anfang der Geschichte. Was genau ist denn nun auf der Rundreise passiert? Die Reiseleiterin hat darauf aufmerksam gemacht, dass dort viele Paviane rumlaufen. Wir sind dann zum Kap der Guten Hoffnung gegangen und dann kam ein Pavian, der mir auf meinen Rucksack entwendet hat. Ihn dann über die Klippen geworfen hat und damit ist mein Ausweis da rausgefallen. 13 Jahre später beschließt Thoralf samt Familie am Kap Urlaub zu machen. Wir entschlossen uns, eine Abkürzung zu nehmen vom Strand zum regulären Wanderweg. Und auf einmal liegt ein deutscher Personalausweis, genau vor meiner Nase. Als ich oben ankam, zog ich den Ausweis aus meiner Hosentasche, drehte ihn um und war völlig baff. Da stand drauf Landeshauptstadt Magdeburg. Thoralf bringt das Fundstück sicher zurück nach Deutschland. Und bei einem Treffen der beiden Magdeburger erhält Evelyn nach all den Jahren ihren Ausweis zurück. Dort sahen wir uns das erste Mal. Wir guckten uns an und mussten dann lachen über diese unglaubliche Geschichte. Kaum zu glauben. Aus Fremden werden Freunde. Und beim gemeinsamen Zoobesuch sind die Portemonnaies natürlich sicher verstaut. Und wenn man sich den Personalausweis so anschaut, dann hat er 13 Jahre Wind und Wetter soweit ganz gut überstanden. Die Rückseite sogar noch besser als die Vorderseite. Super. Und dementsprechend war dann die Adresse auch noch zu entziffern. Aber das ist doch eigentlich etwas, wo man sagt, kaum zu glauben, oder? Kaum zu glauben. Also Wahnsinn. Also ich traute meinen Augen kaum. Immer lag der Magdeburger Ausweis vor mir. Und ja, ich war völlig platt. Unglaublich. Ja. Aber es war noch ein Zufall, dass diese Adresse, die dort auf dem Ausweis stand oder steht, zwischenzeitlich habe ich 8 Jahre woanders gewohnt, bin aber dann wieder zu dieser Adresse hingezogen. Also wirklich eine durch und durch unglaubliche Geschichte. Also vielleicht war es Vorsehung, vielleicht war es Schicksal, dass ihr euch auf diese Art und Weise kennengelernt habt. Habt ihr jetzt regelmäßigen Kontakt? Wir sind seit heute per Du. Ja, ich denke mal, wir werden uns ja öfter mal sehen in Magdeburg und dennoch uns über diese unglaubliche Geschichte amüsieren. Ja. Absolut. Ja. Ihr könnt euch ja vielleicht auch noch mal treffen, um das Geld gemeinsam auf den Kopf zu hauen. Schön, das ja. Es sind 1.000 Euro geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank für euren Besuch und natürlich diese unglaubliche Geschichte. Evelyn und Thoralf aus Magdeburg. Ja, bleibt bei uns. Ja, damit darf ich Danke sagen. Danke fürs Zuschauen heute Abend. Danke, dass ihr uns in den letzten Wochen hier bei Kaum zu glauben treu am Sonntagabend begleitet haben. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir Sie gut unterhalten konnten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Morgen guten Start in die neue Woche. Und herzlichen Dank natürlich auch für die vielen lustigen gemeinsamen Sendungen an unser Rateteam. Bernhard Röcker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stephanie Stumpf und Jörg Pilawa.
Und wir sehen uns natürlich morgen Abend 18 Uhr pünktlich wieder. Und Bernhard ist auch dabei. Weil wer weiß denn sowas. Tschüss, schönen Abend noch. Bis dann, bis morgen.